Hey YouTube, willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Ich zähle also der Generation, die noch mit der allerersten PlayStation aufgewachsen ist und die ersten Games, besonders im Horror-Genre, erleben durfte. Umso mehr freue ich mich, dass dieser Grafik- und Playstyle scheinbar ein Revival erlebt, so wie hier mit Iron Lung. Es hat wirklich diesen ganz klassischen Retro-Style und dadurch einen unglaublich schönen Charme. Wenn ihr das auch so seht, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn euch dieser Oldschool-Style nicht gefällt, auch gerne einen Daumen nach unten. Aber genug der Worte, let's go! Vor Dekaden. Was? Jeder bekannte Stern und Planet ist verschwunden vor Dekaden. Hat nur die zurückgelassen, die auf Weltraumstationen oder in Raumschiffen waren. Dieses Event wurde bekannt als The Quiet Rapture. Okay, also das. Moment, Rapture ist doch. Ja, okay. Was ist denn das für ein Englisch? Ein Mond hat eine komische Anomalie, einen Ozean aus Blut. Und wir müssen diese Anomalie jetzt untersuchen. In einem U-Boot namens die Eiserne Lunge. Es war nicht für diese Tiefe designed. Also müssen wir uns im U-Boot aufhalten und das Frontfenster wird geschlossen. Wir hatten keine Zeit für ein Training. Wenn ich erfolgreich bin, erhalte ich meine Freiheit. Okay. Okay. Oh, sollen wir den Chat wieder brennen lassen? So, Leute. Pizza Hawaii, ja oder nein? Schreibt doch mal. Während wir da reinstarten. Schönen Abend, Alice. Okay. Ich kann doch nichts machen. Wir tauchen tiefer. Ja, zu der Zeit, wo das Spiel spielt, gab es ja schon Raumschiffe und so, Zelda. So. Ah ja, jetzt ist das Frontfenster verschlossen, okay. Ich gönne mir nebenbei mal schon was. Also nicht nur, wenn ich weniger rede, aber essen und reden geht halt nicht. Ah, wir müssen jetzt da die Landschaft erkunden, oder wie? Ich habe einfach mal einen Knopf gedrückt. Achso, wir müssen die Koordinaten eingeben. Oder wie? Und die müssen wir uns anschauen. 322 bei X. Moment. Ach du Schande, so gibt man das ein. Wieso exkludieren jetzt die Punkte so? Ich will doch nur zum ersten Standpunkt fahren. Au! Oh. Spatial Awareness haben wir als Trophäe erhalten. Achso, ich darf nicht gegen die Wände fahren. Uff! Das verspricht noch interessant zu werden. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Schönen Abend, Alice. Hey. Schön, dass du reinguckst. Ich bräuchte tatsächlich, glaube ich, so auf der Map ein Anzeichen, so du bist hier. Ey, Karten lesen. Das geht ja mal gar nicht hier. Wie oft glaubt ihr, werde ich sterben? We're starting to lose radio signal.
You'll be at cruise depth soon, so refueling and be careful. You're on your own. Ey Sam, ich kann die Zahl nicht mal aussprechen. Also wir sind bei 182,30 und 116 irgendwas. 132, 13 und 116 irgendwas. Okay, also wir sind da links unten. Und der erste Ding ist da oben. Das heißt, wir müssen jetzt mal ein bisschen hochfahren. Hochfahren heißt die Y-Achse hoch. Achso, nee. Denke ich, das ist richtig? Y186. Und X haben wir fast schon erreicht. Das heißt, wir müssen weiter in die Richtung. Ich muss hier ein U-Boot steuern. Moment, das war jetzt zu viel. Moment. Links ist eine Wand wahrscheinlich. Das heißt, wir müssen weiter hochfahren. Wir müssen auf den Punkt von 322 und 186 kommen. Oh! Wieso sind wir jetzt von Mauern umgeben? X bei 200? Y bei 141. Ah, okay. Das heißt, wir müssen so fahren. Nee, so. Ey, ich check's nicht. Alice, ich fühl dich. Die Steuerung ist gerade ein bisschen WTF. Aber wir scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Warte mal, X. Jetzt scheint es gut zu passen. Moment. Müssen wir wieder ein bisschen gegensteuern? Ey, was ist das für ein Spiel? Wo war die X-Achse nochmal? Auf 322 oben. Wir sind ja viel zu weit unten. Und Y auf 186. Das hätten wir jetzt eigentlich erreicht. Y auf 186. Das heißt, wir müssen die X-Achse noch voll erhöhen. Ey, wieso reduziert sich jetzt Y wieder? Vor uns ist eine Wand. Vor uns ist eine Wand. Das heißt, wir müssen wieder hoch. Was? Ey, was habe ich für Spiele ausgesucht für heute? Was habe ich gemacht? Koordinaten lesen alle Minecraft. Ja gut, dass ich nie Minecraft gespielt habe. Ey, jetzt glaube ich, sollte dich das Spiel spielen lassen. Was mache ich hier? So. Jetzt haben wir freie Fahrt, aber wir müssen ein bisschen weiter runterkommen. Ja, nicht so weit, nicht so weit. Hör auf! Ja, so. Mal gucken. Mal gucken. So. Ich auch nicht, Sam. Ich auch nicht. Wir müssen jetzt einfach zur Koordinate fahren, ohne dass wir das U-Boot zerstören. Und wir sind nicht mal raus. Das heißt, wir können nur damit steuern jetzt. So.
Moment, das war zu weit, das war zu weit. X auf 3, 22. Und dann müssen wir runterfahren, damit sich Y reduziert. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie in Mathe. Y muss auf 186 runter. Y muss da runter. Ja, ich will das Spiel aber nicht löschen. Ich will das mit euch spielen. Hey. Ja. Oder 86 und 322. Müssen wir jetzt noch ein bisschen hoch. Und was heißt dieses A? Sir, was heißt A? Oh! Query? Help? Wie komme ich da jetzt wieder raus? Stop? Update? Was muss ich da jetzt eingeben? Ich guck mal, ich muss da was eingeben. Exit. Nee, unknown. Was mache ich da? Let me out. Query. A033? Unknown. Ah, mit Escape komme ich wieder raus. Okay, okay, okay. Kommt da eine Info jetzt? Was sagt mir dieses A033? Wir sind halt da. Und was mache ich jetzt? Briefing. Sind Sie bei Side Parade to the prox indicators next to the subcontrols will trigger if you're getting close to an obstacle. Good luck. Your task is to photograph these points of interest. Photos must be taken within 2 units of the and 10 degrees of the specified angle. Okay. Den Engel muss ich einstellen. Das ist A. 033. Okay. Das ist A. Okay. Hey! Boah, kannst du dich bitte nicht zu schnell bewegen? So. Und jetzt muss ich ein Foto machen. Okay. Was, ich sollte Update eingeben? Habe ich schon. Geht nicht. Aber ich habe ein Foto gemacht. Zählt das jetzt, oder? 33, 322, 186. Ah, okay, dann ist es abgehakt. Okay, okay, okay. Und so müssen wir uns da jetzt komplett durchnavigieren und alles abfotografieren. Ist das denn ernst? Was zum Teufel machen wir hier? Ich bin so kurz davor, dass ich einen Quit mache. /378 zu 63. Dann fahren wir mal. Bisschen höher. Ja, wir suchen einen unbekannten Grund ab da. Das ist ein Mond, der aus einem Ozean aus Blut besteht. Und den erforschen wir. Indem wir hier herumfahren, ohne dass wir irgendwo explodieren. Ich will halt irgendwie wissen, warum wir das machen, beziehungsweise was da noch kommt. So, die X-Achse haben wir gleich. Genau. Y wäre dann 263.
heißt, wir müssen runter. Wir sind zu hoch. Bei 63 müssen wir kommen. Hey, komm schon. Und? Bisschen in die Richtung. Okay, zu viel in die Richtung gewesen. Gut, Y-Achse ist erreicht. X-Achse war 378. Das heißt, wir müssen dann noch ein bisschen rüber. Moment. 378, 263. Ja, und der Angle auf 0,50. Moment. Boah, der bewegt sich so schnell. Komm schon, komm schon, komm schon. Dankeschön. Und Foto machen. Von was auch immer. Das sieht irgendwie aus wie eine Unterwasser-Cthulhu-Spinne. Was zum Teufel? Angst? Und jetzt müssen wir da durch navigieren. Das heißt Y300 und X325 oder so. Dürfte dann ungefähr die Richtung sein. Nee, falsch. X325, ja, Y circa 300. Schönen Abend, Crystal. Schön, dass du am Start bist. Wie geht's dir, mein Lieber? Wir spielen gerade ein sehr, sehr merkwürdiges Spiel. Oh, ich muss das so aufpassen, dass ich in keine Wand fahre. Das ist so die schmale Öffnung. Ein bisschen weiter weg von der Wand. Dann müssen wir da wieder ein bisschen weiter hochfahren. Das freut mich zu lesen. Das freut mich echt zu lesen, wenn es dir gut geht. Beziehungsweise halt ganz okay. Das interpretiere ich jetzt einfach als gut. 259, 406. Hinter uns taucht eine Wand auf. Also wir müssen den Angle ein bisschen Oxygen Notification. Wir dürfen nicht übereilig werden. Ich habe halt Angst, dass wir da dann gegen die Wand klatschen. 259, 406. Aber ich glaube, wir haben den Kurs jetzt halbwegs hinbekommen. So wie das aussieht. Wir haben freie Fahrt. Wupp, wupp. Wir müssen weiter hoch. Viel weiter hoch. Wir müssen nämlich auf Y406 kommen. Haben wir gleich.
Geschafft. 259, 406 und Engel auf 296. Okay, und Foto. Oh, ein Unterwasserwurm. Moment, das ist ja ein Meer aus Blut. Die Viecher leben alle im Blut. Ew. Das heißt, müssen wir da irgendwie wieder wegkommen und dann darüber. Ach du Schande. Ach du heilige Schande. Ey, mit dem Game lernt man mal Karten lesen. Also Koordinaten lesen. Krass. Wo war jetzt nochmal das Loch? Bei X325 und Y300. Okay. Alles klar. Und schönen Abend, Tobi. Schön, dass du reinguckst. Wie geht's dir, mein Lieber? Wir dürfen da keinesfalls reinfahren. Genau, 300, 325. Frei sind wir dann circa bei 300, 350. Die Mauer sein. Gut, die haben wir jetzt hinter uns und steuern wir steil nach oben. Boah, die Creepy... genau, die Creepy Pasta mit dem U-Boot. Da kommen die Gefühle auf. Wie hieß das U-Boot nochmal aus unserer Creepy Pasta? Wo ist denn das Loch? 400 und 325. Das heißt, ich muss steiler hoch. Ja, ich muss bei Y auf 325. Das sind wir jetzt dran vorbei. Okay. Und dann hin rüber. Boah, diese Geräusche, ey. Was hat Crystal verraten? Was habe ich schon wieder übersehen? Du findest die Geräusche entspannend? Ja, kann ich verstehen. Ja. Genau, jetzt müssen wir aufpassen. Das ist eine ganz schmale Meerenge. Wo wir da jetzt durchfahren? Vielleicht ein bisschen höher noch. Genau, jetzt sind wir mitten in dieser Enge drin. Wenn wir die überwunden haben, geht's besser. Gut, wir haben es geschafft. Die Enge ist überwunden. Wir müssen jetzt zu den Koordinaten 560, 277. Da fahren wir jetzt ein ganzes Stück. Wieso kann das nicht bleiben? Dann könnte ich meine Nuggets schön in die Beine tauchen. Ohne, dass das Schiff stehen bleibt. Frechheit. Einfach frech.
Ich bin gespannt, was wir bekommen, wenn wir alle Fotos haben. 560, 277. Wo kam da jetzt? Wo kommt da jetzt ein Widerstand her? So, die 277, daran sind wir jetzt schon vorbei. Und ein bisschen hoch. 277, perfekt. Und der Engel auf 043. Ja, die Pegasus war's. Schon? Ist das schon? Ey, ich habe die Story vorgelesen und ich weiß es nicht mehr. Frech. Okay. Das Ding hat einen Mund auf uns. Wieso kommt hier Dampf raus? Kannst du das bitte lassen? Da müssen wir runter zu 613 und 197. Echt, das war die Pegasus. Weiß ich gar nicht mehr. Ich schätze mal, das sind nur Ambient-Soundgeräusche, oder? Hoffe ich zumindest. Fast 613, 197. 197 haben wir. Und 6. Was sind wir jetzt dran? Stopp! 197, 613. Und 0,55. Ich bin fasziniert. Das ist kein Wal, sagt die Trophäe. Okay. Was ist das dann? Boah, da hinten hin navigieren wir ja krass. Vor allem. Wie komme ich von dem Bereich zu dem anderen Bereich da hinüber? Das ist noch eine gute Frage, oder? Wie komme ich an diese drei Punkte dann? Okay, aber wir fahren jetzt mal zu dieser kleinen Meerenge. Oh Gott, wie ich die hasse. 750 auf X auf 260 ungefähr. 260, 750. Aufpassen, dass ich nicht volle Karacho in die Wand reinfahre. So. Von der Höhe her haben wir es ja. Dürfte hinhauen. Da so. Eben ein bisschen runter sogar noch.
57. Es wird dann interessant. Diese Enge hier zu überqueren. Boah. Ja, ich erwarte mir auch ein Tentakelmonster, was uns irgendwie angreift dann. So. Wir haben das erreicht. Heißt, jetzt geht's dann in diesen Tunnel rein. Genau. Wir müssen höher. Nein. Da ist wieder eine Wand. Sind wir zu hoch? Nee, dürfte auch nicht sein, oder? Zu hoch dürften wir nicht sein. Eher zu niedrig. Oh. Nee, ich glaube, wir sind tatsächlich zu hoch. Bei 7, 8 und 5. Wir sind ja schon mittendrin. Weil wenn oben und rechts einer ist, dann sind wir zu hoch. Wir müssen runter. Wir müssen etwas runter. Noch weiter runter. Ich glaube, wir sind jetzt über dem Eingang nämlich. Aber sind wir viel zu niedrig? Viel, viel zu niedrig. Salami! Schönen Abend und vielen, vielen lieben Dank für deinen Resub. Schon im 8. Monat. Wie geht's dir, meine Liebe? Wir sind zu niedrig bei einem Y-Wert mit 2,46. Da muss es irgendwo eine kleine Öffnung geben. Genau, hier ist die Öffnung. Hier muss dann die Öffnung sein. Genau, diese kleine Meerenge. Da müssen wir ein bisschen hochfahren dann. Viel Spaß und liebe Grüße an deinen Bruder, Droderon. Boah, das ist eine Fieslerei. Holy shit. Wieso ist oben jetzt frei? Wir müssen da dann hochkommen bei 800 auf 300. Das heißt, wir müssen steil nach oben. Und 285. Das heißt, das sollten wir dann schön nach rechts kommen, glaube ich, bis wir beim X-Punkt die 860 haben. Dürfte nicht so im Weg sein. Gut. So, die 860 haben wir. 864 auf 285. Das heißt, wir müssen steil runter. Und ganz leicht nach rechts. Moment. Ja, genau, 258.
Wow. Ja, okay, das ist halt direkt hier. 864. Wir müssen noch ein bisschen nach rechts, aber nicht viel. Weil sonst krachen wir gegen die Wand. So. Und der A-Wert muss auf 209 gerichtet werden. Okay. Das kriegen wir hin. Auf 209, habe ich gesagt. Nein. Mobb mich halt. Blödes Ding. Frech. Dann gehen wir mal ein Foto machen. Sieht irgendwie aus wie ein Sarkophag. Was erkennt ihr da? Ich hätte jetzt gesagt, das ist ein Sarkophag. Wir müssen jetzt hier auf eine Höhe von 300 kommen. Und da wieder raus navigieren. Ja, 300 haben wir gesagt, die haben wir. Und da müssen wir jetzt noch auf 800 rüber. Und dann geht es wieder ein bisschen runter. Boah, so, ey. Ich muss die ganze Zeit an unser Creepypasta denken, Leute. Genau, da ist ein steil runter. Und wieder durch dieses kleine Loch durch. Jetzt denkst du, was für ein Tempo die da unterwegs war, als sie auf das Monster getroffen ist. Oh, wow, wow, wow. Weiter runter. Oder? 287? Ja, wir sind zu hoch. 794, wir sind da. Genau, wir müssen runter. Da gehen wir jetzt wieder durch diesen kleinen, feinen Spalt durch. Ey, das freut mich voll zu lesen, das aufwärts geht, Salami. Das ist schön. Voll nicht okay. Wir sind bei 260 und 47. 260, 47. Das heißt, da hier irgendwo. Ihr seht meine Maus nicht. Brauche ich nicht mal drauf zeigen. Das heißt, wenn wir da jetzt einfach in die Richtung Tempo geben, sollten wir wieder ins freie Gewässer kommen. Wir müssen auf einen Wert hinkommen von 200 auf 600. Was? Wieso hat's Rums gemacht? Bin nirgends angefahren. Voll nicht okay. 2, 3. Wieso ist der Y-Wert noch so hoch? 3,43. Auf 5,61. Da können wir ja gar nicht sein.
5, 61, 3, 3. Wieso sind wir auf einmal da oben? Ich meine, will ich mich nicht beschweren, aber warum sind wir da oben? War das dieser Rumpler? Hat uns das Monster da alles hochgetrieben? 5, 61 auf 3, 43. Und wenn wir da jetzt sanft so nach oben steigen, dürfte das passen. Wir müssten ungefähr auf 5, 60 und 400. Die 560 hätten wir ja schon. Ungefähr. Was zum Teufel? Darf ich noch nicht zu weit nach rechts kommen? Aber auch nicht zu weit nach links. Genau, eben nicht zu weit nach links. Und damit dürfte dann diese Meerenge sein auf Höhe 400. Und wir müssen ja weiter nach rechts. Im Endeffekt müssen wir da ja hoch. Wir fahren einfach mal. 6, 23, 5, 20. Wow! Das war zu viel des Guten. Nehmen wir jetzt mal die richtige Höhe. Die 5,20 und die 6,23. Irgendwie kriegt man den Dreh mit dieser Steuerung schon heraus. Die Frage ist, will man den Dreh herausbekommen? So. 5,20, 6,23 und der Angle auf 0,63. Gut. Foto. Was haben wir jetzt Schönes? Gib mir die Info. Ein Skelett. Ein sehr merkwürdiges Skelett. Ey, welche Säugetiere können bitte im Blut überleben? Jetzt muss ich darüber. Wahrscheinlich. Und dadurch dieses unbekannte Navigieren nach oben. Oh Gott. Ey, wie viele Tiere müssen da gelebt haben, dass sie einen Ozean voller Blut produzieren können? Holy shit. Ja, ein bisschen runter. Krass. Ich weiß halt echt nicht, was auf uns zukommt. Ich hoffe jetzt mal, ich kann euch die Maus nicht zeigen, bei den Koordinaten, wenn ihr mitgucken wollt, x375 und y550, also zwischen diesen beiden Engen, hoffe ich mal auf einen Tunnel oder so, weil sonst weiß ich nicht, wie wir nach oben kommen. Ich hoffe mal, dass mein Gedanke stimmt. Das heißt, wir müssen jetzt mal darüber schwimmen bis, sag ich mal, 400, 500. Und da müssen wir aufpassen. Da, 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 da. Oh.
Es geht weiter, immer weiter. Wären wir auf dem Wasser, nicht unter Wasser, könnte ich ein paar One Piece Themes anstimmen. Ist halt die Frage, Chat, ist meine Logik berechtigt, dass da ein Tunnel ist? Ich weiß nicht, wie wir nach oben kommen sonst. Was? Was war das? Ich habe nicht verstanden. 400, 500 und dann müssen wir wieder nach oben steigen anfangen. Ich meine, wir sind bei 400, 509. Aber wir müssen viel steiler nach oben. Viel steiler. Bei 550 ist interessant. 550 und circa 370. Und 50, 370. Ja. Hoch da. Gut, wir haben Deep Diver hier. Finde ich gut. 379. Ja, okay. Das da hier gefällt ihm nicht. Aber nach oben hin scheint noch keine Wand zu sein. Wo kann ich beruhigt aufatmen? Dann bei 6,50 und 3,75. Ja, es scheint zu stimmen, es scheint zu passen. Nice! Dann auf Höhe 6,50 haben wir gesagt. Gut. 6,50, 3,75, relativ gut erwischt sogar. Dann nehmen wir zuerst den Punkt 3,25, 7,41. Der liegt da so schön, frei. Und dann haben wir noch zwei Punkte, bei denen wir fädeln müssen. Boah, vielleicht hole ich mir zuerst den rechten. Nee, ich hole mir zuerst den linken Punkt. Weil ich habe das Gefühl, dass da rechts irgendwas ist. Kannst du bitte aufhören zu brennen? Das wäre echt lieb. Fackelt einfach mein U-Boot mittendrin mal ab. Was geht mit du? Ich glaube, ich habe alles, oder? Oh. Ich habe einen Zettel gefunden. Das ist... Hey, lass mich lesen. Das ist keine Expedition, das ist eine Exekution. Wenn sie dich hier reinstecken... dann willst du nicht zurück. Und selbst wenn sie ihr Versprechen einhalten, welche Freiheit wartet auf dich? Ein paar sterbende Schiffe in einem Meer von toten Sternen? Wenn es hier Hoffnung gibt, liegt sie am Grund des Meeres. Okay, die bekommen auch ihre Exekution. Ich bekomme meine Freiheit. Das Schiff brennt. Da ist noch eine kleine Flamme. Hat gebrannt. Okay. Gut. 3,25, 7,41. 3,25, 7,41. Wir haben noch drei Punkte, die wir fotografieren müssen.
Ja, ich muss doch voll voll machen, wenn deine Sam nicht da ist. Wenn du da bist, darf ich ja nicht. Muss ich ausnutzen. Ah, es hat gerade gespeichert, okay. Ja. 325, 741. Haben wir jetzt überholt. Hammer. Und der Angle auf 018. Ja, gut zu wissen, Sam. Dann reg dich doch nicht. Achso, du regst dich auf, weil ich das U-Boot ohne dich angezündet habe. Ja, okay, ergibt Sinn. Das ergibt tatsächlich Sinn. Was ist das? Finde ich nicht okay, was sich hier so herumtreibt. Oh Gott, da ist reinkommen. Bisschen über 6,50. Sagen wir mal 6,60. Und 2,50. Okay. Gucken wir mal. Weiter geht's. Ich will halt jetzt echt wissen, was passiert, wenn wir es geschafft haben. Kennt ihr das? Ihr seid so in dem Game drin, dass ihr zwar keinen Plan habt, was hier abgeht, aber ihr wollt es einfach durchspielen. Damit ihr wisst, was abgeht. Genau, 6,60. Und da ist schön rüber auf die 2,50. So, WTF. Just WTF. Na, ich sollte nicht zu viel steigen. Lieber ein bisschen sinken. Ich werde mir nebenbei meinen nächsten Tipp aufmachen. Schaffe ich's? Nee. Ich muss das U-Boot kurz führerlos lassen, damit ich an mein Essen komme. Schande auf mein Haupt. Ah, bisschen runter, alles klar. Oh je. Sind wir schon in dieser Meerenge drin? Ja, sind wir schon. Und bei 200 müssen wir uns dann an den Abstieg machen. Okay. Bei 200 geht es an den Abstieg. Gut. Oh, nicht gut. Wieso ist das vor uns was? Beim Knoten 200. 650? Sollte nichts vor uns sein. Oh.
Wir navigieren uns durch die kleinen Schluchten durch. Brennst du wieder? Nö. Wo müssen wir überhaupt hin? Auf 576 Tiefe. Kannst du damit aufhören? Blödes U-Boot. Halt durch. Moment mal. Oh, wir haben sie. Ein bisschen noch. Ein kleines bisschen noch. Du musst auf 184 hoch, bitte. Gut. Was haben wir hier? Was sieht aus wie ein Portal? Oder ein Kristall? Portal oder Kristall? Da müssen wir aus dieser komischen Schlucht wieder raus. Und dann brauchen wir noch ein Foto. Und dann haben wir diese Expedition abgeschlossen. Das kriegen wir hin, oder Chat? Das kriegen wir hin. Genau, wir müssen auftauchen bis auf mindestens 650, 660. Was war das? Es hat uns wieder irgendwo hingeschleudert. Das war so ein Jump einfach. Wir sind jetzt bei 277 auf 634. Wir sind einfach wieder draußen. Es hat uns aus dem Tunnel gekickt. Ich meine, voll praktisch von dem her. Dankeschön dafür, Game, aber... wer macht das? Und schönen Abend, Enes Kurt. Schön, dass du reinguckst. Und danke für dein Follow. Wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Voll lieb von dir. Ich hoffe, du genießt ein bisschen Horror mit uns. Würde mich mega freuen. 700 bis 500. Auf den Wert müssen wir jetzt. 700, 500. Auf zum letzten Bild. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Aber ganz ehrlich, diesen PS1-Charme hat das Spiel tatsächlich. Ich fühle mich echt zurückversetzt. So, das Spiel kann man spielen. 500, also vorher schon. 700, 475. 74,75 würde ich jetzt mal sagen. So ganz die alten Games noch, wo Minesweeper noch cool war. Aus der Generation bin ich, ja? Minesweeper und Solitär. Besten Spiele überhaupt. Kann kein modernes Spiel mithalten mit. Halt aufpassen, weil die 700 sind sehr hoch angesetzt. Wow! Wo kommst du her? Ich bin zu tief unten. 687, oha. Jetzt bin ich aber auf den 700 oben. Und hier bei den 470. Nee. Ich glaube, ich bin zu hoch. Kann das sein?
dass ich zu hoch bin. Y-Wert von 6,88. Nee. Wir sind genau da. Okay. Nee, wir müssen hoch. Und dann nach rechts. Bald dieses Ding weg ist. So hätte ich jetzt die Karte gelesen, ehrlich gesagt. Nein, doch nicht. 710, jetzt sind wir da oben. Wir sind doch da oben. 478. Verdammt. War mein erster Instinkt schon richtig. Wir müssen da erst runterfahren. Und dann nach rechts. Okay. Kommando retour, wir müssen nach rechts. Also runter und rechts. Oder auch nicht. Wieso ist da jetzt eine Wand? Hä? Was mache ich gerade falsch? 480? Wir sind hier. Bei der Höhe sind wir bei 688. Was mache ich da jetzt falsch? Wenn ich sage, wir sind da, dann müssen wir hier in dieser kleinen Kuhle drin sein. Jetzt stehen wir oben an. Muss ich da so durchnavigieren zwischen den beiden? Ist das so schmal? Das hat mich breiter angeschaut. Wird der Weg von irgendwas blockiert? Wir müssen doch durchgehen. Wow! Okay. Jetzt ist der Weg auf einmal frei. Da war was. Ja genau, guck mir in die Augen, Kleines. Arr. Jetzt ergibt es halt auch Sinn, warum der Weg blockiert war. Ich habe schon alles richtig gemacht gehabt. Boah, das U-Boot quietscht so bedrohlich. 700 sind eigentlich relativ safe. Wie weit können wir da jetzt rüber? Bis 600 und dann steil hoch. Oh, wir haben nicht mehr viel Sauerstoff. Ist das ein Timer oder ist das halt mit dem Game Progress gekoppelt? Weil nicht, dass wir jetzt so kurz vom Ziel auf einmal abkacken, weil ich halt so lange gebraucht habe. Das wäre scheiße. Ich stehe im Blut. Oh Gott, unser Schiff ist undicht. Unser Schiff ist undicht. Wupp, wupp. Auf 57 hoch. 57 auf 600. Boah, steigt dieses Wasser schnell. 57 auf 600 und da dann so hoch. Also es ist ja kein Wasser, es ist Blut. Aber da wir im Ozean sind,
nenne ich es einfach Buster. Wir müssen jetzt mal auf die Koordinaten 775 auf 675. Schon, Baby. Du packst das. Auf 6,75 und dann steil hoch. Und dann steil hoch. Das schaffen wir noch. Die Koordinaten sind 6,75, 8,28. Ich bin jetzt dran vorbeigeschossen. Ich depp. 8,28. So, 6,75, 8,28. Der Winkel muss auf 2,95 noch gedreht werden. Und dann das Foto machen. Das schaffen wir. So, ich habe mir die Zahl nicht gemerkt. 2,95. Und dann das letzte Bild. Wow! Wir wurden einfach gefressen. Ich wollte doch nur noch ein Foto machen. Das ist ja gemein. Die Expedition hat letztendlich mehr Fragen aufgeworfen als Antworten. Der Satellit zeigt Bilder von SM-13 überall auf dem Boden verstreut. Als wäre es auseinandergerissen worden von einer riesigen Bestie. Das Wrack kann nicht erreicht werden. Es wurden keine Fotografien wiederhergestellt. Okay. Wow. Wow. Also, unerwartetes, bösartiges Ende. Krass.